Mahlzeit und willkommen bei Projekt Hirnfrei. So, wir haben gesagt, also ich habe gesagt, wir gucken uns das nächste Mal das Integer Gadget an, um damit dann die Füllstandsanzeige zu bedienen. Und das machen wir jetzt auch. Wenn ich nicht zu dumm bin, geht das auch relativ flott. Das heißt, das wird kein Video von einer Stunde, hoffe ich. Denke ich. So, erweitern wir das mal. Diese Pragma-Datei, also diese Header-Datei im Pragma, habe ich alles schon gemacht. Also, das müsst ihr euch nicht mehr angucken, ihr wisst ja. Aber das gibt es wie immer auf der... Hallo, Kollege. Auf der... Materialseite, also amiga.projekt-hirnfrei.de zum Runterladen, zum Reinkopieren und zum Glücklichsein. Falls ihr STORM-C benutzt, mit einem anderen Compiler braucht man das anscheinend so nicht. Beziehungsweise man kann es auch anders dingsebumsen. Da. Okay, geht's direkt mal los hier. Was brauchen wir natürlich? Die entsprechende Header-Datei. Integer.da. Zack. Gadgets, wir brauchen Gadgets. Also, dass ich da immer ein S einbauen will, ich finde es extrem lustig. Okay, das hätte ich jetzt eigentlich vorher schon machen können. Habe ich nicht. Also müsst ihr euch das jetzt kurz angucken. Database gleich null. Oder null, Entschuldigung. Hat eigentlich von euch irgendjemand eine Idee, was man als nächstes machen könnte? Ich hatte schon an Menüs zum Beispiel gedacht, dass wir die auch mal da reinbasteln. Oder diese Requester, also diese kleinen Fensterchen mit irgendwelchen Informationen drin. Oder soll es wirklich beendet werden? Ja, nein. Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Nur. Ups, was war das denn? Was habe ich da eigentlich gemacht? Das sieht doch nicht schön aus, Junge. Aber das Dock können wir eigentlich gerade so lassen, ja. Ja, aber wenn ihr lieber was anderes sehen wollt, gerne. Es spielt relativ wenig die Geige, weil schlussendlich möchte ich ja eh so ziemlich alles da behandelt haben. Damit man, wenn man damit arbeiten möchte, auch gucken kann, ach, wie ging das noch? Oder wie geht das jetzt eigentlich mit diesem Gadget oder mit diesem Hinz und Kunz? Deshalb mache ich ja auch immer nur eins pro Video. Gut, die Funktionen untereinander, aber das ist dann ja wieder auch was anderes. Gut, wo ist denn mein... Hier ist es. Okay, brauchen wir ein Integer. Ihr seht schon, im Großen und Allgemeinen wiederholt sich das immer alles. Was sich eigentlich wirklich ändert, sind so Parameter, die man dann mit übergibt. Aber soll uns ja jetzt mal nicht stören. Solange wir am Schluss eine möglichst vollständige Sammlung an... Was schreibe ich mir da heute zurecht? An Beschreibung haben, wie so etwas funktioniert und man da nachschauen kann, so, denke ich mal, ist das soweit in Ordnung. So, da brauchen wir ein Integer Objekt. GAED. Integer. So, jetzt kommen die Dinger, die ich mir da wieder aufgeschrieben habe. Ja, natürlich soll das auf die Maus reagieren, sonst könnte man sie nicht benutzen. Und jetzt kommen die interessanten Dinge. Integer, Arrow, ja, wollen wir. Das finde ich sehr lustig, weil dann ist hinter dem Integerfeld so ein Plus, Minus und man kann mit der Maus dann den Wert hoch und runter schieben. Finde ich ganz gut gelöst. Kennt man ja auch, wenn man halt Webseiten und so Zeugs programmiert.
Und ja, gut. Minimum ist auch klar, machen wir 0, weil wir wollen damit ja die Wohlstandsanzeige betreiben. Und logischerweise ist dann das Maximum 100. Gut. End Member. So. Wenn ich jetzt nicht wieder zu doof war, müsste ich das jetzt eigentlich hier durch den Compiler scheucheln und das müsste direkt nicht funktionieren, weil ich dann eh zu viel einbaue. Ja, früher, wo die Buchstaben noch Geld kosteten, da wäre mir das nicht passiert. Und ich habe das Gefühl, ich habe was falsch gemacht. Kleiner Moment. So, da bin ich wieder. Und zwar, ich habe das hier zwar wunderschön kopiert, aber ich habe es nicht geändert. Ja, hätte mir das keiner sagen können. Das war jetzt ein bisschen peinlich. Aber das, was man beim Amiga und gerade beim Programmieren ja auch ganz gerne hat. Der globale Absturz. Ja, ihr glaubt gar nicht, wie viele Stunden ich bei Storm C schon an einem Problem gesessen habe, was sich unglaublich lang in die Weite gezogen hat, weil er jedes Mal einfach komplett abgestürzt ist. Das Vorteil beim Amiga OS ist allerdings, es ist verdammt schnell wieder gebootet. Wenn ich jetzt an meinen Drago denke, bei meinen ganzen Kollegen, die dann mit Windows 95 und stellenweise 98 anfingen und ja, die haben den angemacht und sind dann erstmal noch was zu trinken holen gegangen oder keine Ahnung. Während ich meinen Drago angemacht habe und zack, 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 war er da. Ich glaube, Macro Systems hat damals auch damit geworben, das bootet so schnell, wie keiner von träumen kann. Gut, das gibt es ja jetzt heute auch wieder, dank SSDs. Da mein Linux braucht auch nicht lang, bis es gebootet ist, aber wie gesagt, dank SSDs. Das war bei mir früher noch die Quantum Atlas und ich weiß gar nicht mehr, was ich alles für Festplatten hatte. SCSI. Also es ist auf jeden Fall schon ein paar Tage her. Und die Dinger laufen immer noch. Ich müsste sie irgendwo mal rausgraben und gucken, ob ich einen SCSI-Controller für meinen Computer kriege. Da ist nämlich tatsächlich noch mein Original Amiga OS von damals drauf. Falls die Platten noch funktionieren, wovon ich allerdings ausgehe. Das wäre doch mal echt interessant, dass ich guck mal, ob ich das irgendwie bewerkstelligt kriege. Okay, zurück zum Thema. Wie gesagt, ich habe das vergessen zu ändern. Und deshalb hat er die versucht zweimal zu öffnen und das fand er irgendwie nicht komisch. Also machen wir hier nochmal. Hau nochmal drauf, Kollege. So, dann haben wir jetzt hier unten unser Integerfeld. Und das ist das, was ich gesagt habe. Das sind diese Arrows. Da kann man jetzt hier hochgehen und wieder runtergehen. Es bleibt bei 0 hängen und es geht auch nur bis Maximum 100. Das heißt, wir können damit jetzt hier diese Füllstandsanzeige bedienen, die wir hier jetzt auf 50% kleben können. Die können wir jetzt dann eben von 0 bis 100 machen, wenn wir hier noch was dazu machen. Und zwar möchten wir das auf Integer reagiert. Das heißt, wenn da irgendwas passiert, dann soll irgendwas passieren. Und zwar getAddr. Und da brauche ich ja kein Dings, ne. Gadgets. Wir brauchen Gadgets. Das war Blödsinn. Integer Number. Jetzt brauchen wir Gadgets. Und zwar Integer. Und das kommt rein in Nummer, die wir allerdings noch angeben müssen. Das ist wieder ein U-Word. Wer hätte es gedacht? Nummer. Okay, die haben wir jetzt hier ausgelesen. Das heißt, wenn man jetzt set gadget, also hier brauchen wir jetzt Gadgets. Oder wie auch immer man das ausspricht, da sollten wir die Klammer nicht vergessen. Window, ja, brauchen wir ja. Null, null oder wie auch immer. FuelGauge Level. Und da bauen wir die Nummer ein. Und noch ein Break. Und einen Compiler. Was habe ich jetzt so falsch gemacht? Integer?
ich da jetzt falsch gemacht? Ah, das wird ja gemischt. Einmal groß und einmal klein. So. Oh, nicht abgeschlossen. Das ist schön. Gut, das heißt, wenn ich jetzt hier auf Plus drücke, müsste er hier hochgehen, wenn wir alles richtig gemacht haben. Und zack, 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 zack. Läuft doch. Ja, Baby. Da ist allerdings auch, er reagiert darauf, wenn man die Maus loslässt. Das heißt, wenn ich jetzt hier hochzähle, reagiert er nicht. Lass ich los. Zack. Sollte man dran denken. Ich glaube, es geht auch irgendwie, dass man auf das Drücken der Taste reagiert. Da muss ich noch gucken, wie es geht. Aber auf jeden Fall, ich bin der Meinung, wir haben ja hier doch schon so ein bisschen was gemacht. Wir haben Buttons, ein Stringfeld, Radio-Buttons, Checkboxen, eine Füllstandsanzeige und jetzt auch noch ein Integerfeld. Das hätten wir doch runtersetzen können, aber das ist, es geht ja hier nicht um die Optik, sondern nur, dass es funktioniert. Also langsam aber sicher kann man schon so ein bisschen was damit anfangen, würde ich mal fast sagen. Okay, und bevor ich euch dann jetzt hier wieder zuschwalle, bis ihr, ja, keine Ahnung, anfangt zu weinen, würde ich sagen, wir sind jetzt bei knappen 12 Minuten. Ich bedanke mich dann jetzt, wie ich schon gesagt habe, benutzt das Kommentarfeld und sagt mir, in welche Richtung ihr möchtet. Würde mich echt wirklich freuen. Und ja, dann sage ich mal, wenn alles klappt, sehen wir uns nächste Woche beim nächsten Video.